Ich bin mir sicher, viele von euch haben erst gar nicht die große Lust, sich am PC zu setzen, irgendeine Tabelle zu machen, um am Ende drauf zu spielen. Genau für solche Menschen mache ich jetzt ein etwas einfaches Video. Herzlich willkommen, liebe Lottospieler. Zahl Nummer 10 bekommt Wert 0, ganz wichtig. Und dann geht's eben halt mit Ass, also 1 weiter und so weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja? Wie sie jetzt vor der Kamera mischen. Gut, wir werden jetzt die Karten drehen und wir machen das Ganze zusammen. Also, als erstes kommen die 4. Als nächstes ist gekommen die 8. 48. Ich werde diese auf meinen Lottoschein ankreuzen. 48, okay? Diese zwei Karten, die nehmen wir einfach jetzt raus. Wir mischen sie nicht mehr in unsere Stapel, weil wir haben ja schon bereits diese gezogen. Als nächstes kommen die 1 und die 9. Also 19. Ich kreuze auf meinen Lottoschein die 19 an. Wir haben die 1 und die 1. Also, das wäre dann die 11, 9 und 1. Das wäre die 19. Die 19 hatten wir schon mal. Man kann, wenn man möchte, auf ein neues Lottoschein gehen. Also auf eine neue Reihe. Es geht weiter. Wir haben die 9 und die 9. 99 haben wir bei Lotto nicht. Also nehmen wir sie raus. 9, 6. 96 haben wir bei Lotto auch nicht. Nehmen wir die auch raus. 6, 7. Gibt's auch nicht. Nehmen wir auch raus. So kristallisieren sich die Zahlen raus. 1 und 8, das wäre die 18. Wir haben mittlerweile schon 4 Zahlen ermittelt. 8 und 8 ergibt keinen Sinn. Wir haben ja keine 88 Zahlen bei Lotto. Wir haben die 1 und 4, also die 14. Dann haben wir die 4 und die 2, also 42. Das wäre hier oben. Der erste Sechser wäre somit ermittelt. Wir haben noch so viele Kartendecks übrig. Diese wurden bereits ausgespielt. Also, wenn man das Ganze so in Relation sehen würde, da sieht man, wir haben zumindest hier fast zwei gleiche Hälften. Man sieht, der Zufall steht somit auf 50-50. Ich habe hier insgesamt 10 Kugeln. Diese kann man in Kinderladen kaufen, also falls ihr auf diese Methode spielen wollt. Und diese sind natürlich beschriftet von 0, ich zeige euch das mal hier, ja, von 0 bis 9. Das wäre hier unsere letzte Kugel, okay? Dann nehmen wir uns einfach mal eine Flasche und schmeißen alle Kugeln hier rein, ja? Wie gesagt, das ist eigentlich nicht die Methode, welche ich zum Spielen auswählen würde, aber es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Methoden, wie man halt den Zufall produzieren kann. Jetzt werde ich mal die Kugel ein bisschen mischen und werde hier jetzt irgendeine Kugel rausfallen lassen. Mal gucken, was das kommt. Die kommt bis die 0. Okay? Diese lasse ich jetzt hier draußen stehen und werde jetzt eine weitere Zahl ziehen. Gucken, was jetzt kommt. Gekommen ist die 6. Okay, ich hoffe, das kann man gut erkennen. Also wir haben die 6 und wir haben die 0. Also, man könnte jetzt auf seinen Lottoschein Folgendes ankreuzen. Und zwar 0, 6, das wäre Zahl Nummer 6. Das wäre erste Zahl, welche durch Zufall produziert wird. Machen wir mal ein paar weitere Methoden nochmal. Wir haben die 4, das setze ich hier raus. Als nächstes habe ich, wenn eine Kugel mal rauskommen würde, die 0. Also, wir haben die 4 und die 0. Ich schmeiße die wieder rein. Das bedeutet, wir würden jetzt auf unsere Lottoschein als nächstes die 40 ankreuzen. Das ist, wie gesagt, auch eine Methode, falls ihr keinen Bock habt, euch am PC zu setzen, dann könnt ihr es auch durch Zufall produzieren. Also, wir haben die 6.
Und noch ein Kugel. Wir haben jetzt hier die 3. Also, wir haben die 3 und die 6. Was würden wir ankreuzen? Logischerweise 36. Das wäre hier. Gut, ich denke, ich muss diese Methode nicht lange weitermachen. Ihr habt schon verstanden, worum es geht. Wenn ihr Lust habt, euch zumindest an diese Methode zu orientieren, braucht ihr insgesamt 10 Kugeln. Einfach nummerieren, die Zahlen einzelzählen. Ich hoffe, das Video war interessant und zumindest etwas lustig für euch. Alles Gute und bis bald.